Herzlich willkommen zu zur mittlerweile zweiten Folge hier in Minecraft Leben mit dem guten Shadow Gamer. Hallo! Moin! wir sind jetzt ziemlich viele Spieler jetzt gerade drauf. Und tatsächlich, es ist jetzt knapp, ja, es ist jetzt tatsächlich die erste Stunde ist vorum. Und tatsächlich wollen wir jetzt einmal gemeinsam alleine hier so ein bisschen umgucken, so ein bisschen gucken, was die Leute bisher jetzt so angefangen haben zu bauen in dieser einen Stunde und auch, wo jeder ungefähr wohnt, weil das interessiert uns beide, glaube ich, brennend. Ja, das stimmt. Bei mir hat man ja in der letzten Folge gesehen, wo ich angefangen habe zu bauen und so und wie das jetzt aussieht, beziehungsweise jetzt hat es sich schon ein bisschen verändert. Man sieht schon so ein bisschen an Shadows Kopf da hinten vorbei, wenn man da vorbeischaut. Ja. Ach ja, und noch eine Sache, noch so eine Info. Also je nachdem, wie man es haben will, man kann beide, also jeder kann unsere Folgen einzeln auch schauen. Bei mir ist es Soatex und bei dir Specs. Also, richtig. Tatsächlich werde ich auch demnächst wieder auf John Smith Legends gehen. Das ist ja mein Standard. So, und bei Shadow hat man ja in der letzten Folge gesehen, wie es er so bisher gemacht hat, ne? Ja, bei dir auch, so. Oder? Ja. Wollen wir denn jetzt, bei wem wollen wir denn anfangen? Bei euch hinten auf der Ecke oder bei uns? Ist mir egal, wir können ja zuerst zu den Jackerback gehen. Nee, das würde die Hälfte der Folge in Anspruch nehmen. Lass uns mal was Spannenderes nehmen. Okay, gut. Gehen wir zuerst zu euch, das ist näher gerade. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu uns. Hier auf dem Weg sind auch schon ein paar Leute. Ja, da schauen wir zuerst hin. Ja. Ach ja, es ist so schön, Minecraft Leben 2. Ja, es ist zwar leider nicht die gleiche Map wie damals, aber... Ja, aber ich finde es trotzdem Spiel. Richtig schön, auch wenn es auf der Höhe ist, was ich blöd finde. Also hier baut, so wie ich weiß, Dragon und seine Freunde. Oh, Wolf. Ja. Hm. Schön. Auch ein schön großes Grundstück. Achso, 50x50 ist übrigens ein Grundstück. Was? Nur so viel? Ich meine, so wenig. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht hören. Wenn wir später mehr Leute werden, so geht es höchstwahrscheinlich runter auf 30x30. Mann, ich wollte da hinten so schön bauen und dann sowas. Ja, du kannst, aber wenn du da hinten eh niemanden hast, kannst du auch gerne beantragen, dass du ein größeres Grundstück hast. Okay, gut. So, ich kann es dir dann nochmal zeigen. Jo, also was ich tatsächlich das letzte Mal in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, hier wird mittelalterlich gebaut. Ja. Mann, jetzt schlagen die hier einen schon. Na, Moinsen schon wieder. Moinsen, ja gut, da ist er. Hier baut Linzit. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Entschuldigung, wenn du die Folge irgendwann mal anguckst. Wir nennen ihn einfach Süd, okay? So. Ja, Was wird das? Wie baut er? Gleich Spitznamen vergeben. Guck mal, die Leute haben hier schon mehr oder weniger so eine Ja, also das finde ich schön. Ja, dafür, dass sie das komplett selbst hier in Planung setzen? Bei uns ist das noch nicht so eng da hinten. Bei uns ist ja noch viel Platz. Ja. Denn hier baut Unitracks und Moinsen. Ach, die haben die zusammen ein Grundstück, oder ist das hier so getrennt? Das ist anscheinend mehr oder weniger zusammen und getrennt. Soweit ich mitbekommen habe, wir haben hier ein Grundstück zusammengelegt, sozusagen. Ja, was? Tatsächlich wollte, so wie Moins mir eben gerade gesagt hat, hier ein schönes Haus draufbauen. Ja. Und hat dann aber, war zu faul und hat sich dann hier bei ihm eingenistet. Ja, gut, dann. So, dann lass mal weiter. Hier ist Barry. Da hinten ist Barry. Ja. Lil hat er sich hier. Barry, mal hier so. Ja. Ich glaube, wir dürfen. Der gute alte Barry mit seinem. Der das wird auch noch ein bisschen. Der hat hier auch so ein bisschen Hobbit-Höhlen-mäßig, ne? Ja. Das wird auch noch lustig mit Barry. Mal gucken, was der so noch machen wird dann. Ja. Wir kennen ihn ja schon aus vielen Projekten. Auch Crystal Island. dann haben wir hier Chaos. Auch schon mein Grundstück. Und Moon Girl. Stimmt, meins und die bei mir ja auch schon mal dabei war. Auch in Jurassic Island war sie mal hier als Gast dabei am Anfang. Ja, wie gesagt, das ist hier von uns beiden das Grundstück. Das habe ich hier vorhin noch gemacht nach der Folge. Hier mit den Holz und so. In der ersten Folge habe ich hauptsächlich geterraformt. Das Fichtenholz. Ja, ich auch. Ich habe erstmal Platz gesucht und geterraformt. Hier oben kommt tatsächlich, bin ich am Überlegen, entweder so eine kleine Terrasse hin. Ja. Oder später ein Turm. So eine Mühle oder so. Also bei mir packe ich auch eine Mühle hin. So.
wieder so eine Farm bauen. Ja, Farm kommt tatsächlich bei uns hier oben aufs Dach mehr oder weniger. Ja, aber so eine richtige, so ein Bauernhof sozusagen. Ja, bei uns, wir wollen mehr oder weniger so eine, also ich habe vor, so eine Weinfarm zu machen. Eine weil mir gefällt das Hängen hier ja, sehr. Ja, also das gefällt mir auch. Und da halt eine Weinfarm drauf, die so. Halt nur halt zur Dekoration ist, deswegen. So, wo geht's jetzt nächstes hin? Ja, hier oben baut soweit keiner mehr, nach meinem Wissen. Okay, gut. Doch, warte. Was, doch? Okay. tatsächlich hier, in hier ein bisschen weiter weg, da müssen wir den kompletten Berg einmal hoch. Da läuft Dragon. Ja, da hinten ist Emily, also Moon Girl. Dann, wenn wir nämlich jetzt. Ach, hier, da ganz oben oder was? Wir müssen, du siehst dort den Berg dahinter, oder? Ach, dahinter auf dem Berg drauf oder was? Nein, da zwischen ist ein Tal und. Tatsächlich ist dort, baut dort Emma Bug. Ah, okay. Also Neves. Yep. Und der hat sich dort sein eigenes Zwergenkönigreich aufgebaut. Hier dahinter ist nochmal ein Berg, okay. Ich meine, hier nochmal ein Tal, okay. Ja, dahinter ist ein riesengroßes Tal. Oh, da kommst du, da kommst du richtig beschissen hoch, geschweige denn überhaupt runter. Aber jetzt Fly für uns mal gut gewesen. Yep. Ja. Aber das kommt ja leider erst später, weil es gerade ein paar Probleme gibt hier. Aber gut, wir sind ja gleich da. Ja, ich hätte wahrscheinlich so schöne Stardew Valley Musik hinten im Hintergrund. Ja, was? Ja, Gespräche. Ich werde wahrscheinlich bei meinen Videos einfach so ein bisschen Stardew Valley Musik noch im Hintergrund einfügen. Das passt, glaube ich, zu meinem Leben hier schön, so idyllisch, ruhig. So außerhalb von den Roleplay-Folgen. Meinst du dieses Tal? Das ist dafür ein geniales Tal, also bitte. Ja, das ist das Tal. Oh, das ist ein geniales Tal. Ich habe bei mir auch ein Giga... Ach, da hinten baut er, hier! Ja. Das ist ja cool, also... Ich muss echt sagen, er hat zwar noch nicht viel gebaut... Naja, aber hier war überall Stein, er hat bisher jetzt alles abgerissen hier. Ja, er hat auch sozusagen Terraforming gemacht, wie wir. Ja. Jeder macht Terraforming hier. Ja, also. Hier baut anscheinend immer Bug. Ich freue mich, wenn das schon mal ein bisschen weiter aufgebaut ist hier. Leute, die Kiste hat er nicht gesichert. Meinst du die Fässer? Ein Fass hat er nicht gesichert. Okay. Aber ich glaub eher nicht, dass hier sich jemand hinverirrt. Ja, da wird sich niemand hinverirren. Es dauert ein bisschen, bis die den hier finden, wenn sie nicht unsere Folgen schauen. Ja, tatsächlich schon. Ja, dann lass mal weiter. Dragon hatten wir eben schon gesehen, die Ecke. Jetzt müssen wir erstmal den Berg hier runter. Also ich habe keine Level und ich habe keine Sachen bei mir. Ich kann runterspringen. Ich habe ein kleines bisschen Level. Also eineinhalb Level und halbes Herz. Ein paar Werkzeuge. Oh, ich habe nur so eineinhalb Herzen verloren. Ich warte dann mal auf dich. Also bis unten. Ja. Ach, Mist. Och. Du hast die Kühe auf dem Berg. Ja. Also ich bin gleich unten. So, ich bin jetzt bei euch hier. Jo. Ach, du bist im Spawn sicher, oder? Yep. Also hier hinten ist nichts mehr, oder doch? XD, ein Tod. Ja, da bist du. Also tatsächlich weiß er, also beziehungsweise es spawnen ja noch hier auf dem Server. Einer baut noch, aber ich weiß nicht, wo der baut. Das war Cool Zero. Wo der baut, weiß ich nicht. Den habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Sonst, lass mal zu dir. Na gut, dann gehen wir in meine Richtung, wo Luca baut, D-Sprich baut und ich baue. Jo. Ja, ach ja, wie gesagt, Jackerbug wird dann da oben auf dem Berg da bauen, wo diese Fahne ist, also. Jupp. Der hat sich die ganze Insel beschlagnahmt. Ja, dafür, dass er hier mit dem Server richtig hilft, ist das, glaube ich, auch gut. Hier baut Luca hier hinten. Er baut doch schon sein Haus gerade. Oh. Ja. Oh.
Schick schon. Ja, schick. Mit Steinziegeln. Weil so hat sieht das natürlich jetzt viel mehr aus wie so eine kleine Burg hier schon, das Haus. Ja. Die Sache. Hast du gerade was von dem eingesammelt? Ich hab 5 Steine. Ich gebe die mal wieder. Mehr habe ich aber nicht eingesammelt. So, gut. Ja. Dann müssen wir einfach nur über diesen kleinen Hügel da und dann sind wir schon bei mir und D sprich. Ihr seid aber ziemlich weit weg, ne? Ja, da, im Gegensatz dazu, wo ich in Leben 1 war. Mit Bilder eigentlich. Ja, das war auch relativ nah. Aber hier hinten ist eben schön. Also hier wohnt D sprich und ich wohne dann hinter so ein bisschen. Ja, da sieht man, dass ihr D sprich baut. Das ist typisch sein Stil. Er kann nicht bauen, so nach dem Motto. Ja, und ich wohne ab diesem Teil hier oben, ab dieser Plattform da. Die war schon so natürlich so da. Das ist das Tolle. Da muss ich nur ein kleines bisschen terraformen. Hast du irgendwie eine Fackel oder so? Moment. Ich habe eine Fackel für dich und eine für mich. Danke. Ich habe nämlich meine alle verkraftet. Ja, und hier oben will ich so irgendwas drauf bauen. Vielleicht so eine kleine Windmühle oder sowas. Mal gucken. Ja. Und dann war hier so schon so ein Anschluss für so eine Treppe. Und die habe ich dann hier einfach weitergebaut. Nach unten. Ja. Das ist einfach, und dann will ich hier hinten so ein bisschen bauen. Und hier ist dann so ein gigantischer Berg nochmal. Der wirklich viel weiter als der am Spawn hochgeht. Also der geht ewig weit hoch da. Jo. Ja, der lädt gerade. Ja. Ja. Auch, ach lol, das ist nicht meine Internetverbindung, der ist ja schon wieder geliebt. Ja. Hast du noch einen Platz? Nö, tatsächlich war es das soweit, glaube ich, von der Rundführung, ne? 12 Minuten, oh. Ich find's aber auch toll, dass wir so alle so ein bisschen mit diesem Fluss hier verbunden sind. Ja. Der so groß ist. Das ist schön, da können wir Wasserwege schön bauen. So kleine Stege unten immer für jedes Haus, da so, vor allem ich und die sprich, wir bauen ja hier extra schon so ein bisschen am Wasser. Ja. Wenn wir schon eine schöne Verbindung machen. Ja, ein bisschen weg, weiter weg vom Wasser. Ich sehe sogar von hier aus Jockerbugs Flagge. Bei mir wird die nicht geladen, ich habe meine Ränder. Ich sehe sie, ja, ich sehe sie da hinten am Horizont. Kann ja mal kurz ranzoomen und einen Screenshot machen. Wird nicht geladen. So, haben wir einen Screenshot gemacht. Screenshot für die neue Folge brauchen wir auch noch, ne? Stimmt, wollen wir am Spawn uns da hinstellen? Oder so? Warte, vom Spawn habe ich schon einen Screenshot. Ich mach mal hier von deinem Platz hier. Gebe ich mal noch weiter neben dich hier. So. Haben wir noch einen schönen Screenshot. So. Ja, ich runterfallen. Jo. Ja. Also dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's auch glatt mit der Folge schon wieder, ne? Ja, ist zwar nur so eine kurze Folge, aber hey. Jo. Wir haben uns alles angesehen jetzt. Außer ein Grundstück, was wir noch nicht gefunden haben eben. Ja. Aber das wird man sich auch noch irgendwann finden. Ja, jetzt kommen ja hoffentlich auch noch mehr Leute drauf. Ja. Auch nochmal kurz zur Information für die Leute, die jetzt tatsächlich immer noch Lust haben, sich bei diesem Projekt, beziehungsweise halt bei diesem Projekt mitmachen wollen und sich denken, aber dass wir tatsächlich keine mehr aufnehmen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ihr könnt gerne weiterhin euch bewerben im Discord, bei mir auf dem Community-Discord, um halt hier trotzdem teilzunehmen. Und in der Anfangszeit ist das auch so, dass für jeden wenn jetzt zum Beispiel Shadow sagt, okay, ich werbe noch für 2 andere Spieler, das heißt, dass die jemand auf den Server draufkommen, gewitelistet wurden, kriegt Shadow zum Beispiel noch einen Diamanten für alle 2 Spieler, die er geworben hat. Das heißt, wenn jetzt Shadow meint, okay, ich werbe jetzt 5, 6 Leute an, die kommen hier auf den Server, kriegt er dementsprechend 3 Diamanten auch noch. Das ist jetzt nur in der Anfangszeit so, aus dem Grunde, weil wir halt keine Farmwelt haben, dass noch nicht alles richtig funktioniert und halt damit auch ein paar mehr Spieler halt mit draufkommen. Jetzt sind zwar schon ein paar da, aber ich würde mir gerne ein paar mehr wünschen. Ja, das wäre schon schön. Aber bitte bleibt hier hinten von mir fern. Ich will hier viel bauen noch. Ja, wie gesagt, am besten in der Nähe von Spawndorn. Das ist immer am besten. Ja, ich habe hier nämlich noch viel vor. Hier ist nämlich eine schöne Gegend, finde ich. Ach übrigens, für die Leute, die jetzt denken, ja okay, Leben 2 ist jetzt die direkte Fortsetzung auch vom AP von Leben 1. Ist tatsächlich bei mir nicht so, ich glaube bei Shadow auch nicht. Ja, definitiv. Auch wenn wir so ein schönes RP am Ende gemacht haben, aber nein, das ist jetzt zu lange her einfach. Ist Leben 2 bei mir, um nach der Chronologie zu gehen,
die Fortsetzung von meinem damaligen Minecraft Pocket Edition Projekt Enderleben. Und nach ja, Leben und ich stoße jetzt dazu. Richtig, und Minecraft Leben 2. Danach kommt halt die Fortsetzung von meinem Minecraft Enderleben, worauf ihr euch auch drauf freuen könnt. Jo. Ja, da ist gerade Cool Zero, warte mal. Was? Cool Zero. Ach, ist gerade gejoint. Ja, schön, vielleicht findet man ja doch nochmal so ein schönes Grundstück. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, das war's jetzt auch mit der Folge, ne? Ja. Ich habe soweit alles Wichtiges gesagt. Ja gut, ja, also schaut auf jeden Fall bei Buck vorbei. Der ja. freut sich natürlich auch immer. Ah, er baut im Canyon von Emmerbug. Ach, da auch, okay gut, dann da waren wir ja schon, also. Ja, dann, Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ja, hoffe ich auch, dass euch die Folge gefallen hat, wenn ich sie mal heute richtig geschnitten habe. Ach ja. Na gut, dann bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.